Hey Leute, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, euer Simon. Ich darf euch begrüßen zu einer neuen Runde. Pudel ist in der Haus. Yeah, Baby. So, wir sind heute in der Baumschule angekommen. Wir haben ja letzte Woche die andere Mission erfolgreich erledigt. Und wir sind jetzt bei Folge 3 von 4. Und ich bin schon kräftig am Suchen, was ich euch in dem übernächsten, ist es dann soweit, ne, mit Voting am Start und so. Und dann gucken wir mal, was ich da Schönes für euch ins Team wieder rausgekramt habe. Hier Baumschule. Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht, aber ich denke mal wieder, Sex, Drugs und Rock'n'Roll wird nicht dabei sein. So, Flüssigkeit, Unkrautvernichter, Natrium, Chlorat und Kupfer, was weiß ich. Ich konnte es nicht schnell genug lesen. Tipp, löse langsam den Feueralarm aus. Besonderheiten explodiert, wenn er aus dem Gerüst fällt. Okay. Die Anzeige in der Mitte zeigt beim Fortschritt. Okay. Dann würde ich einfach mal sagen, wir haben eh keine andere Wahl. Let's fets. Okay. Oh, ich glaube, es failed. Okay. Ich glaube, wir haben verkackt. Level erneut spielen. So weit waren wir ja noch nicht. Gut, nochmal langsam. Muss ein bisschen gegenhalten. War das jetzt gut? Ich hoffe doch, oder? Ja, Baby, Glückwunsch. Okay. War nicht schlecht, ne? War mal ganz was anderes, ne? So hier ein bisschen Unkrautvernichter for the win, ne? Natürlich nimmt man statt Unkrautvernichter lieber eine Hacke und so, macht sich das Kreuz kaputt, ist natürlich viel besser. So, Flüssigkeit wieder, Unkrautvernichter. Besonderheit, löst sich bei Kontakt mit Sonnentau auf. Tipp, vermeide längeren Kontakt mit Sonnentau. Biege die Zweige, bevor du weitergehst. Okay, dann ist wahrscheinlich geschickter, lieber ein bisschen langsamer. Okay, 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 okay. So, ho, 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 ho. Nein! Ja, genau, das war das Problem. Jetzt wahrscheinlich hier. Zip und drüber. Everybody jump around. Jump, 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 jump around. Okay, wir haben ein bisschen Flüssigkeit verloren. Das ist aber, ich glaube, nicht schlimm. Kann ich jetzt hier nur so geringfügig beeinflussen. Okay, ich glaube, das haben wir gut gemeistert hier. Yippie-yo, oben noch durch voll. So, ich würde mal sagen, wir sammeln uns hier hinten mal ganz gechillt. So, warten wir, bis die letzten Tropfen hier sind. So viel wie möglich am besten. Okay. Sieht gut aus. Nein, 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 nein. Boah. Oh, Glück gehabt. So, jetzt sollten wir, glaube ich, ein bisschen mehr Speed geben. Dann können wir da hinten reinrutschen, oder? Halt ein bisschen langsam. Und jetzt. Jawoll. Traumhaft. Okay, das lassen wir hier mal die Schwerkraft übernehmen. Da wollen wir gar nichts machen. Das hat am Schluss nochmal ordentlich gekostet. Hier das letzte bisschen mitnehmen. Das hat jetzt gut gekostet am Schluss nochmal. Das war ein fetter Fehler am Schluss. Egal. Geschafft ist geschafft, ne? Gut, ich würde sagen, einen Teil können wir uns noch geben, oder? Dadurch, dass das erste ja so kurz war. Nächste Level. So, ich glaube, wir bleiben beim Unkraut finde ich der Besonderheit. Löst sich bei Kontakt mit Sonnentau auf und zerbricht Zweige. Okay, verwende die Flüssigkeit, um Zweige zu zerbrechen, aber passt bei der Landung auf. Okay, mag schön was trinken. So, jetzt auf einmal gehen die Zweige kaputt, die uns davor geholfen haben. Mhm. Na klar, ist ja eigentlich auch ein Unkrautvernichter, ne? Also eigentlich
muss er ja irgendwas vernichten, ne? Also ich meine, ich glaube nicht, dass der jetzt hier unterscheidet zwischen Unkraut und Nicht-Unkraut. So, dann können wir uns aber hier hinten in die Ecke rein verdrücken erstmal. Nein! So. Oh, da sind wir schon zu weit. Ah, aber da konnten wir jetzt ein bisschen Unkraut vernichten und konnten wir fast schon opfern. So, und rein hier. Oh, das Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Oh, schöne Libelle. Gut, dass wir hier drüber gekommen sind. Erstmal, zum Sammeln ist es prinzipiell eine ganz coole Sache. So. Nein. Nein. Komm, 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 komm. Rechts ab. Fuck it. So. Nein. Das war klar. Scheiß auf die Wand an. Na, der Mann mir. Das war richtig dick verkackt. Nö. Klasse Sache. So, speeden wir hier ein bisschen ab. Gucken wir, dass wir uns hier kurz sammeln. Einen Ticken besser timen können. Oder auch schon wieder gut verloren. Oh. Hör auf, hier meine Flüssigkeit wegzufressen, du dumme Sau. Definitiv mal hier unten sammeln. Das war's schon wieder. Ich könnte kotzen. Level erneut spielen. Oh Mann, oh Mann. Super. Das fängt schon affengeil an. Ich verliere am Anfang schon ein Viertel meiner Flüssigkeit. So, ich muss mal hier hinten nochmal wieder sammeln. Bisschen besser timen mit dieser Blume. Ah, aber die hilft uns ja wahrscheinlich hier ein bisschen. Kommt der Rest nach oben nach, oder? Ich will's hoffen, hey. Das halten wir mal ein bisschen geschräg hier, bis wir wieder so viel wie möglich am Start haben. Nein, 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 nein! Gute Portion oben nach. Super. Die Pflanzen, die nerven auch abordentlich, ne? Was sehen wir das Zeug? Das, der Unkraut, finde ich, das soll das doch kaputt machen, ey. Nicht auffressen, ey. Sammeln wir mal hier hinten kurz. Okay. Zu lang sammeln darf man sich aber auch nicht, weil sonst bricht der Ast ab. Oh, boah, das war jetzt aber Glück. Glück, 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 Glück. Puh. Lang, das war jetzt eine schwere Geburt, verdammt nochmal. Ja, Leute, dann würde ich sagen, sind wir heute durch mit der Folge. Natürlich freuen wir, wenn ihr mir einen Daumen da lasst, was in die Kommentare reinschreibt. Und, hoppala. Dann würde ich sagen, Leute,
Bis zum nächsten Video. Ich bin raus, euer Simon. Ciao und danke fürs Zuschauen. Ciao. We'll be right back.